Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich trotzdem, auch wenn dieser Antrag heute hier keine Mehrheit finden wird, ein paar Sätze sagen. Das ist einmal das Thema Freiheit für Forschung und Lehre. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch dunkel erinnern können, das war die letzte Legislaturperiode, da waren einige von Ihnen ja hier schon dabei, da gab es eine Volksinitiative zum Thema Freiheit und Lehre. Es ging um die juristische Fakultät der Universität Rostock. Die haben genau gesagt, das ist ein Eingriff in Freiheit und Lehre und waren dagegen, dass die dort geschlossen wird. Sie haben anders entschieden, sie hatten da mit Sicherheit auch gute Gründe für. Das will ich auch gar nicht jetzt hier zur Rede stellen. Ich will bloß einfach sagen, es ist üblich, dass die Politik Schwerpunkte setzt. Und die können auch dazu führen, dass bestimmte Richtungen, die man ursprünglich für richtig gehalten hat, dann abgebrochen werden. Und dass man sagt, diese Gelder wissen wir besser, zum Beispiel in Greifswald aufgehoben. Da allerdings war es die Universität. Ich möchte noch einen Satz sagen, weil auch die Befürworter der Kernfusion auch bei Wendelstein 7x sich intensiv damit beschäftigen, was sind denn die ökonomischen Auswirkungen eines solchen Projektes, beziehungsweise für welche Preise könnte denn ein solches Kraftwerk Strom produzieren. Und das sind jetzt nicht die Wirtschaftlichkeitsgutachten der Grünen, sondern das sind die Gutachten, die die Befürworter der Kernfusion in Auftrag geben. Das ist hochinteressant, das finden Sie auch in der Broschüre, die ausgelegen hat in Wendelstein von der Helmholtz-Gesellschaft. Da steht ein Preis von 5 bis 10 Cent pro Kilowattstunde. Hört sich doch gar nicht schlecht an. Wenn Sie sich mit Atomenergie beschäftigen, dann wissen Sie, dass der Preis bei weit unter 5 Cent liegt. Aber das Interessantere ist die Formulierung der Bedingungen dazu. Dieser Preis kommt erst zustande, wenn Sie bereits 10 große Fusionskraftwerke errichtet haben. Die anderen davor produzieren für Summenstrom, da brauchen wir gar nicht drüber reden, weil die Preise extrem, extrem teuer sind. Ja, das ist der kleine Unterschied. So eine Windkraftanlage wie der Grovian, der hat damals Millionen gekostet, aber nicht Milliarden. Sie müssen, um diese ersten neuen Kraftwerke zu bauen, nicht nur 10 oder 100 Milliarden in die Hand nehmen. Da reden wir über Summen, die der Energiewende in Deutschland komplett entsprechen. So, das nächste Problem der Kernfusionsanlagen ist, und das ist auch eine hochinteressante Geschichte, wie groß sind die eigentlich als Kraftwerk? Uns ist gesagt worden in Wendelstein, Sie gehen davon aus, dass so ein Kraftwerk eine elektrische Leistung hat von 1000 bis 1500 MW. Die Studien, denen es ja darum ging, eine möglichst kostengünstige Größe zu erreichen, gehen von 3000 MW installierter Leistung aus. Das Spannende sind nicht die 3000 MW, sondern das Spannende ist das Thema Abwärme, das sind nämlich 9000 MW. Und wenn Sie jetzt sich mal überlegen, welche Probleme wir mit dem Thema Abwärme allein in der Ostsee im Greifswalder Bodden hatten, dann können Sie sich ungefähr ausmalen, was ein Kernfusionsreaktor an einem Standort, und das muss eine wirtschaftliche Größe erreichen, Sie können Kernfusionsreaktor nicht mit 100 MW bauen, dann ist das in der Energiepolitik, in der Energiestruktur in Europa und weltweit praktisch nicht einsetzbar. Wenn Länder wie China und die USA und Russland sich mit Kernfusion beschäftigen, dann ist es natürlich nicht nur ein energiepolitisches Thema. Und um das deutlich zu sagen, Wendelstein hat mit militärischer Forschung nichts zu tun, das kann ich auch deutlich hier nochmal betonen. Aber Russland, China und die USA, und das ist uns auch sogar in Wendelstein bestätigt worden, die haben natürlich eine ganz starke Idee in Richtung zentrale Energiequelle, die man natürlich dann auch militärisch nutzen kann. Das sind also ganz andere Überlegungen, die dahinter stecken. Wir wissen nach den Zahlen, die die Befürworter der Kernfusion vorlegen, dass die Kraftwerke, die es in Zukunft vielleicht einmal geben könnte, wirtschaftlich praktisch nicht einsetzbar sind. Der zentrale Unterschied ist aber, dass wir Grüne an die Energiewende glauben, während Sie sie der Bevölkerung verkaufen und eigentlich der Meinung sind, wahrscheinlich wird es sowieso nichts. Und das finde ich die schwierige Geschichte. Wenn Sie tatsächlich der Meinung sind, die Energiewende wird nichts, dann ist es tatsächlich richtig, viel Geld in die Hand zu nehmen, um an der Sackgasse Kernfusion weiterzuforschen. Wenn Sie ehrlich glauben, die Energiewende kann einen Beitrag leisten, und zwar einen wesentlichen Beitrag, dann können Sie sicher sein, wird das ein Erfolgsmodell, bei dem weltweit Kernfusionsreaktoren wirtschaftlich, aber auch energiepolitisch keine Chance haben werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.